It's the preacher from Maple Creek, the man I've been hunting. He and Whitmarsh are the last of the Reapers. How can I stop either of them? Think, Detective. Begnadigung, Aufgabe erledigt, der Gefangene. Und wer hatte recht? Es ist dieser Typ hier. Der hatte recht. Ja, er hatte recht. Ich bin noch nicht heiser. Nein, ich hatte recht. Ich wurde getäuscht, aber es ist noch nicht vorbei. Noch habe ich Zeit, sie aufzuhalten. The evil preacher from Maple Creek. My ultimate enemy. He was here all the time. He will try to defeat Whitmarsh now. I will have to face whichever comes victorious from their duel. How can I match the Reapers of Asmodai? Und ein neuer Kreis. Ich hatte recht. Besiege den Todbringer. So, wenn die ultimative Waffe die ist, von der der Gefangene sprach, sollte ich damit Whitmarsh besiegen können. Todbringer. The ultimate weapon. This must be the one the preacher spoke of in his story. The only artifact with which the Reapers can be defeated. Wait. Back in Maple Creek, Hamilton stole the preacher's ritual dagger and tried to murder him with it. And now he's used it twice to scare off Whitmarsh's raven. This must be the weapon. This is why Whitmarsh sought Hamilton. He needed the weapon to slay the preacher and thus become the last and most adored of the Reapers. Hamilton is here and has the dagger. It's time I paid him a visit. Erlange die Waffe, Linzensierter. Was ist denn ein linzensierter Detektiv? Linsen und Bohnen oder was? Deduktionist. So, Inventar ist leer. Und wir gehen mal zu unserem Kollegen, zu den Behausungen. Stimmt, das mit dem Dolch hätte ich dran denken sollen, das hätte ich meiner Beweisführung noch hinzufügen sollen. Ist ja logisch. Der hat diesen merkwürdigen Dolch, wo ich mich noch gefragt habe, bei der Animation, wo er den gegen den Kragen gehalten hat, wo hat denn der jetzt den Dolch her? What? The preacher's here? What are we waiting for? Let's get after him. Damn it! I can't stand on this leg. You go ahead. But remember, he's dangerous. I'll follow you as soon as I can. But it might be a while. He's a dangerous man. And I'll follow your tracks as soon as I can. I suspected this weapon had a meaning to Whitmarsh. But not this. No matter. Time's getting short. Take it and go. I'm right behind you. Naja, right behind me sieht aber anders aus mit dem Fuß. So, die Frage ist nur, wie können wir die tatsächlich besiegen? Oh! Oh! Das Raubtier beißt zurück. Yeah! Den Raben haben wir tatsächlich besiegt. Das ging ja relativ zügig. Halt, da hat was geblinkt. Ja, na gut. Raben besiegt zum Zentrum des Baums. Hier ist jetzt durch. So, you managed to break free. I assume that annoying woman had something to do with it. I admit, she was helpful for a human. No matter. Soon the ultimate weapon will be mine. The one who stole it from you will be here soon, like a fly falling in the spider's web. Then you'll meet your inevitable end, brother. Sassy as ever. Try. We both know Mester favors me. Never! Die balgen sich noch ein bisschen. Wir gehen aber nicht zwischen. Der Prediger und Whitmarsh sind in ihren Kampf verwickelt. Das ist meine Chance, Beckys Eltern unbemerkt zu befreien. Ein Schmetterling fehlt uns noch. Ein einziger Schmetterling. Den sehe ich hier nicht. Oh. Yeah, Schmetterlingssammler. 30 von 30 Schmetterlinge. Auf 100% durchgespielt. Geile Scheiße.
Das Herz des dämonischen Nachahmers, das der seinen Opfern das Leben aussaugt. Ich muss es zerstören. Klick, 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 geht nicht. Befreien wir zuerst mal die Eltern. Halte durch, ich werde euch befreien. Alles. Our daughter. Where? Halte durch, ich werde euch befreien. Und denken zuerst an die Tochter. Wie lieb. Achso, befreie Beckys Eltern. Ziehe vorsichtig an den Wurzeln und entferne sie. Die Reihenfolge ist wichtig, beginne ganz oben. Our daughter. Where? Our daughter. Where? Irgendwo, wo sie sein Genöle nicht hören kann. Ich spiele das hier gerade wie Mikado. Und es scheint auch wie Mikado gespielt zu werden. Becky, darling. Run. Rätselfuchs. Run. Becky's safe. She's hiding in the logging camp. Is our child safe? I don't know how to thank you. Run. Take care of your girl. Forget about me. There's no time. Thank you. Oha. Fool, did you really think you could beat me? You should have escaped when you had a chance. Bereft of your tiny Maple Creek domain, hunted by mortals seeking shelter. Your forces are no match for my power. Look around you. Ah, detective, you never cease to amaze. Pity, I plan to keep you for the very end. I should have brought you here immediately. Now the game is over. Weren't you looking for me? Where is the dagger? Where is it? Do I need to inflict some pain to make you talk? Hamilton did it to give me time to act. Think, detective. Also noch deutlicher geht's ja gar nicht. Weist mich ja ganz unauffällig aufs Herz hin. Und natürlich rammen wir jetzt endlich den Dolch durchs Herz. Und ich glaube, wir haben es fast geschafft. Fast geschafft! Na los, ramm den Dolch durchs... Wieso rammt ihr nicht den Dolch? I will squeeze the life out of you if I have to. Where's the dagger? Der Dagger ist natürlich hier. Aber wieso kann ich das nicht zerstören? Wieso? You're only human. Es ist wahnsinnig, jetzt anzugreifen. Aber der ist so abgelenkt. Where's the dagger? You're only human. Ich will den Dolch da reinstoßen, aber es geht aber nicht. Die riesige Wurzel ist eingestürzt. Sie führt direkt zum Herz. Kann ich dort hinaufklettern? Das ist der Ort, den ich von oben sah. Die Wurzel hat sich dort angesiedelt. Den ich von oben sah? Ah, okay. Wir gehen hier durch. Das Herz ist ganz nah. So, sie rührt sich kein Stück. Und jetzt sind wir beim Herzen. Und ciao. Ja, ja, stört. Ja. Aber der Dolch, der Dolch.
Thank you. Bitte! Oh nein, oh nein, oh nein. Do it for the glory of the Master. Tja, Freunde, das war Enigmatis 2, die Nebel von Ravenwood in der Sammler-Edition. Produktion Marius Cynalik, Jakub Grudzinski, Daniel Kust, Maciej Witkowski, Agnieszka Knopf, Adrian Poltorak, Ewelina Popiolek, Karol Duma, Lukas Salata, David Bartosz Plawecki, Sabina Lach, Monika Baloch, Dash.Creations, Creations, Eva Skowron, Pavel Hordieniak, Dominik Maljachowski, Katarzyna Wojtkiewicz, Adrian Poltorak, Tomasz Jesirowski. Ich kann das alles gar nicht aussprechen. Ich probiere es. Dies war auf jeden Fall, alter Schwede, ich habe es gerade in einem Rutsch durchgespielt. Ich linse die ganze Zeit sorgenvoll auf den Fraps-Timer, ob die Platte das überhaupt überlebt, weil wir jetzt immer bei über 5 Stunden Aufnahme sind und ich hatte gerade mal 1 Terabyte frei auf der Platte. Ich hoffe, der hat nicht zwischendurch abgebrochen, mir das nicht angezeigt, sonst drehe ich durch und schmeiße hier alles um. Naja, jedenfalls, das war Enigmatis 2. Den ersten Teil haben wir noch nicht gespielt. Wenn ihr wollt, können wir den natürlich auch noch spielen, aber was uns jetzt erwartet, ist natürlich noch das Bonuskapitel. Ich glaube, soweit ich gelesen habe, spielen wir da aus Sicht der Opfer der Dingens, des Typen da. Also aus Sicht der Opfer des Mannes, des Ravens. So nennen wir ihn einfach. Nennen wir ihn aber Raven. Die Opfer des Raven, die spielen wir da, glaube ich, soweit ich es mitbekommen habe. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die Bonuskapitel haben wir auch. Wenn ihr da Bock drauf habt, sagt doch mal Bescheid. Und Enigmatis 1 müssen wir jetzt ja zwangsweise eigentlich auch noch spielen. Oh, guck mal. Spa Casual Engine, damit wurde das gemacht. Wenn ihr da selber ein Wimmelbild machen wollt, nutzt die Spa Casual Engine. Ich kann gar nicht mehr reden. Auf jeden Fall das geilste Wimmelbildspiel, ich kann echt nicht mehr reden, das ich bisher überhaupt gespielt habe, vom Technischen her, die Story, die Umsetzung, die Filme, alles so liebevoll designt, alles richtig hochwertig. Da muss man sagen, Hut ab, wenn ihr Wimmelbildspiele mögt, dann holt euch das Ding bitte, 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 bitte. Unterstützt die Entwickler und zwar wahlweise über Steam, wahlweise über Big Fish Games, wahlweise über das iPad oder über irgendeine andere appfähige Maschine, irgendein Handy, was weiß ich. Artifex Mundi, da haben wir sie. Sind meine persönlichen Wimmelbildhelden ab sofort. Artifex Mundi werde ich mir auf jeden Fall noch ein paar Spiele raussuchen. Und ich bin mal gespannt, wie viele Wimmelbildspiele aus derselben Firma es jetzt plötzlich irgendwo auf anderen Aufsicht für Außerirdisches. Tomasz Jeziorski, Graue Eminenz, Rafael Wronski, was? Wie viele Wimmelbildspiele es von dieser Firma jetzt auf anderen Channels gibt. Da bin ich mal gespannt. Da gibt es immer so einen kleinen Anlauf. Grim Tales habe ich auch hier und da schon entdeckt. Auf jeden Fall vielen, 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 vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder im Bonuskapitel. Huch, guck mal hier. Erfahre mehr. Wir können natürlich mal ganz kurz... Ich achte immer noch sorgenvoll auf die 60 da oben von Fraps. Wimmelbildrätsel, Filmsequenzen, Redwood... Auch hier Auszeichnung wollte ich mal ganz kurz gucken. Haben wir alle? 31 von 35. Sammelobjekte. Schmetterlingsfänger haben wir. Schmetterlingsbewunderer haben wir. Schmetterlingssammler haben wir alles. So, hier... Illusionsobjekte. Ein Körnchen Wahrheit. Wahrheit kommt ans Licht. 30 von 30 haben wir alles. Hier Folgerungen. Deduktionist. Führe 3 Beweisfolgerungen ohne falschen Zug durch. Sammle alle Beweisstücke ein. Lege den Verdächtigen in deiner Ermittlung fest. Schnüffler, deine erste Beweisfolgerung. Führe alle Beweisfolgerungen durch. Versteckte Objekte. Schließe eine Wimmelbildszene ab, ohne mehr als 4-mal falsch auszuwählen. Adlerauge. Schließe eine Wimmelbildszene. Haben wir bekommen. In unter einer Minute ab. Nee, das fehlt uns noch. Finde 3 Wimmelbildobjekte in 3 Sekunden. Schließe alle Wimmelbildspiel-Szenen ab, ohne Tipps zu verwenden. Und hier fehlt uns Rückkehr der Verlorenen. Verloren geglaubte Erinnerung zurück. Das haben wir. Haben wir doch eigentlich. Hier haben wir alles gemacht. Uns fehlen 4 Auszeichnungen. Da oben ist noch was.
Rätselfuchs, schließe alle Minispiele ohne vorzeitiges Lösen ab. Schließe ein Minispiel in unter einer Minute ab, haben wir auch gemacht. Helles Köpfchen, 4 Minispiele in Folge, das haben wir auch gemacht. Hier haben wir, ne, da haben wir alles. Die haben wir auch alle. Hier fehlt uns eigentlich nur einer. Wimmelbild und unter einer Minute haben wir einfach mal nicht geschafft. Weil die auch anders waren als gewohnt, aber egal, wir flüchten uns nicht in Ausreden. Sonst wüsste ich nicht, wo uns was fehlt. Angeblich fehlen uns 4 Stück, aber irgendwie, ach, da oben. Hä? Paarebilden haben wir ja gar nicht gemacht. Meisterprüfer, schließe alle Paarebildenspiele ab. Schließe ein Paarebildenspiel in weniger als 3 Minuten ab. Schließe die Hälfte aller Paarebildenspiele ab. Gut, das Paarebilden haben wir gar nicht gemacht, deswegen fehlt uns da die Auszeichnung. Ist aber auch nicht so wild. Hintergrundbilder. Ach, guck mal, ist das nicht süß? Oh. Ach so. Kann man sich hier alles als Wallpaper speichern, das finde ich ja nett. Ich glaube, alle Hintergründe kann man sich als... Oder? Nee, nicht alle. Nur die vom Park kann man sich als Wallpaper speichern, die hässlichen will ja keiner. Konzeptentwürfe, guck mal hier. Ich zeig die einfach mal alle. Wer sie länger angucken möchte, einfach mal kurz auf Pause drücken, weil ich habe echt Angst, dass mir die Aufnahme hier gleich abbricht. Und dann wäre es ja auch doof. The Raven, der Vincent. So, ach, so sah die vorher aus und dann sah die hinterher so aus. Was gefällt dir besser, vorher oder hinterher? Also mir irgendwie hinterher, ich weiß nicht warum. So, verschiedene Konzeptzeichnungen vom Vater. Und hier nochmal die allesamt in aller Pracht. Ich glaube, so sah die Mutter vorher aus, jetzt sieht sie dann so aus. Der Vater vorher immer mit Bart und dann irgendwie doch ohne Bart. So, das ist er, so sah der vorher aus mit so einer Krawatte. Aber ich finde, das hier sieht irgendwie eleganter und passender aus. So ein bisschen mehr schmieriger, passt mehr zu ihm. So, da haben wir die beiden noch. Aha, aha, das sind die Konzeptentwürfe. Musik haben wir jetzt alles schon mal gehört. Kann man sich das MP3 speichern, wie es aussieht? Die Musik ist so schön. So, Redwood Enzyklopädie. Der Küstenmammutbaum, lateinisch Sequoia sempervirens, ist die einzige lebende Sequoia-Art. Ach krass. Dabei handelt es sich um eine immergrüne Konifere, die entlang eines engen Streifens an der Pazifikküste der USA beheimatet ist. Dieser reicht von Kalifornien bis ins südliche Oregon. Sie gelten als die höchsten Bäume der Welt. Mammutbäume benötigen eine milde und feuchte Umgebung, weshalb ihre Reichweite auf einen engen Streifen entlang der Küste begrenzt ist. Eine beachtliche Menge des Wasserzulaufs dieser Bäume erfolgt durch Nebel, doch hoher Niederschlag ist ebenso erforderlich, damit die Bäume gedeihen. Ihr Standort entlang der Küste beschert den Bäumen genug Feuchtigkeit, um erfolgreich zu wachsen. Mammutwälder. Die Mammutwälder sind die einer der schönsten natürlichen Umgebungen der Welt. Die Bäume sind majestätisch und darüber hinaus verzieren blühende Rhododendren und Schichten von Moos und fahren den Waldboden. Diese Formationen besitzen außerdem die weltweit dichteste Verteilung von Biomasse an einem Bereich. Damit übersteigen sie selbst die Regenwälder des Amazonasgebietes. Jetzt will ich Mammutwälder sehen, verdammt. Gemäßigter Regenwald an der Westküste. Mammutbaumhaine sind der südlichste Teil des langen Streifens gemäßigter Regenwäldern entlang der Küstenlinie im Nordwesten der USA. Weiter nördlich erreichen viele Baumarten gewaltige Größe. Dazu gehören die Douglasfichte, die Sitka-Fichte und die Bleistiftzeder. Hohe Niederschlagsmengen begünstigen das Wachstum verschiedener Epiphyten. In der hohen Baumkrone eines einzelnen Mammutbaumes können hunderte Pfund Farn und Moos wachsen. Die Ausbeutung von Naturschätzen. Mammutbaumholz ist gegen Verfall höchst resistent. Diese Tatsache brachte der Art hohen evolutionären Erfolg. Einzelne Bäume werden bis zu 2000 Jahre alt. Krass. In jüngster Vergangenheit hat dies jedoch ihren Niedergang verursacht. Resistentes Holz ist ein kostbares Gut, weshalb heute nur noch 4% der ursprünglichen Mammutbaumwälder bestehen. Boah. Die Menschen brauchten nur ein Jahrhundert, um 96% dieses kostbaren Schatzes zu fällen. Boah. 4% sind noch übrig. Boah, alter Schwind, ja, sag ich mal nichts zu. Gibt es da irgendwas, was man unterstützen kann? Irgendwelche Sachen? Irgendwelche rettenden Maßnahmen? Oder weiß ich nicht was? Naturschutzgebiete? Nationalparks. Ach hier. Dank wachsender sozialer Erkenntnis des unbezahlbaren Wertes von Mammutbaumwäldern sind die Hälfte aller verbleibenden Haine nun in National- und Naturparks geschützt. Dazu gehören der Redwood-Nationalpark Prairie Cree, Del Norte Coast, Jedediah Smith Redwood State Parks und Humboldt Redwood State Park.
Titan-Mammutbäume. Mammutbäume sind nicht nur in ihrer atemberaubenden Höhe zu erkennen, sondern auch, weil ihre Stämme in günstigen Konditionen auf enorme Dichte und Volumen anwachsen. Viele Arten übersteigen 6 Meter Durchmesser auf Brusthöhe und 9000 Kubikmeter Holz. Krass. Mehrere bekannt lebende Bäume übersteigen 1000 Kubikmeter, obwohl belegt ist, dass in der Vergangenheit einige viel größere Spezies existierten. Erinnert mich irgendwie an den Planeten aus Avatar. Wie heißt der nochmal? An diesen Riesenbaum. Rekordbrecher. Hyperion mit 115,61 Meter ist er der höchste bekannte lebende Mammutbaum. Lost Monarch mit 7,92 Metern Durchmesser und einem Stammvolumen von 1203 Kubikmeter ist er der dickste bekannte Mammutbaum. Crennel Creek Giant mit 1744 Kubikmeter war er der größte je gemessene Baum. Lindsay Creek Tree mit 2550 Kubikmeter war er der größte je dokumentierte Baum. Krass. Alter Schwede, das sind Zahlen. 115 Meter hoch ist schon sehr krass. Küstenmammutbäume konkurrieren mit den riesigen Sequoias um den Titel der höchsten Bäume der Erde. Aktuell gibt es mehrere riesige Sequoia-Arten, die größer als der Lost Monarch sind. Jedoch kommen sie nicht gegen die höchsten dokumentierten Mammutbäume an. Sequoias sind nicht zu hoch, obwohl sie länger leben und die durchschnittlich dickeren Bäume sind. Interessante Fakten. Ihr reichhaltiger, tanninlastiger Harz macht Mammutbäume resistent gegen Feuer und Insekten. Mammutbäume können aus einem stumpf umgestürzten Baum oder selbst einem heruntergefallenen Ast sprießen. Boah, das ist aber krass. Das war echt geil eigentlich. Holst einfach mal mehrere Äste und legst den ganzen Park damit an. Der enorme Fieldflugstumpf misst 9,8 Meter im Durchmesser. Bevor er gefällt wurde, könnte er mit dem Lindsay Creek Baum vergleichbar gewesen sein. Die Mutanten unter ihnen, also die ohne Chlorophyll, wachsen dank parasitärer Veredelung mit Wurzel anderer Mammutbäume bis zu 20 Meter hoch. So, Auszeichnung haben wir, Wimmelbildrätsel haben wir alle gehabt. Hier kann man mal gucken. Mache ich aber nicht normal. Filmsequenzen haben wir hier nochmal alle. Haben wir auch alle schon gesehen. Ich glaube, damit sind wir dann wohl am Ende unserer Reise. Erfahre mehr, damit kommen wir ins Internet. Premium Adventure Collection. Damit sind wir am Ende unserer Reise. Ich bedanke mich nochmal fürs Zusehen. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob es hier vielleicht noch irgendwo ein Bonuskapitel gibt. Vielleicht sehen wir uns da morgen schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.